Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Um es gleich einmal vorweg zu sagen, es gibt sie nicht, die Hausbesuche von Bankangestellten. Egal, um was es sich dabei auch handeln sollte. Hat Ihre Bank ein Anliegen, dann bekommen Sie einen Brief und die Bitte, zu einem persönlichen Gespräch in die Filiale zu kommen. Wer das weiß, ist vor Betrügern, die auf diese Masche reisen, gefeit. Für die gutgläubigen Opfer, die in den zurückliegenden Monaten insgesamt 35.000 Euro in den Sand gesetzt haben, kommt diese Erkenntnis etwas zu spät. Eine 48-jährige Frau suchte überwiegend alleinstehende Menschen auf, gab sich als Mitarbeiterin ihrer Bank zu erkennen und machte scheinbar günstige Angebote, mit denen man bei zu erwartenden Steuererhöhungen oder Zinserhebungen sparen könne. Verbunden waren diese Aktionen in der Regel damit, dass der Kontostand nach unten korrigiert werden musste. Das hieß im Klartext, es wurde Geld abgehoben. In manchen Fällen bekam sie dieses Bargeld ausgehändigt, um es für die Betroffenen günstig anzulegen, in anderen Fällen stahl sie es einfach. Wenn es die Situation so hergab, nahm sie in unbeobachteten Momenten auch gleich noch Schmuck oder Wertgegenstände mit. Viel genutzt hat es ihr nicht, denn eine clevere Frau vertröstete sie mit der Geldabhebeaktion auf den nächsten Tag, verständigte die Polizei und die hat dann auf die Möchtegern-Bankangestellte in der Wohnung gewartet und den gestohlenen Schmuck gegen Handschellen ausgetauscht. Naja, da können wir uns erst einmal beruhigt zurücklehnen. Oder besser nicht, denn Gauner mit solchen Maschen sind ständig unterwegs.